Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Einer der ganz großen Pioniere in der Zahnheilkunde ist der Hans Lechner. Der Hans Lechner hat mir mal erklärt, weshalb ein Zahnarzt sich eigentlich viel, viel mehr um chronische Krankheiten sich kümmern müsste. Ich habe es auch total verstanden und konfrontiere jeden Zahnarzt, der hier im Studio ist, auch mit diesen Fragen. Aber ich möchte es heute nochmals mit ihm diskutieren. Deshalb habe ich ihn auch eingeladen, damit Sie zu Hause die Bedeutsamkeit eines Zahnarztes aus einer ganz anderen Optik vielleicht auch noch mal sehen dürfen. Bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen, Dr. Johann Lechner, ganz herzlich willkommen. Lieber Hans, schön, dass du da bist. Lieber Alexander, ich bedanke mich für die Einladung. Super, ich freue mich. Chronisch rezidivierend, es ist nicht zum ersten Mal, komme gerne. Immer wieder. Das ist nett von dir. Gerade letzte Woche war der Professor Thomas Rau hier und haben wir mit ihm über die Zahnheilkunde gesprochen und hat mir gesagt, du seist aus seiner Sicht her ein großer Held, indem du dich mit Rantes beschäftigt hast und letztendlich auch einen Nachweis gebracht hast, dass hier ganz viele chronische Krankheiten im Zusammenhang stehen. Ja, das ist richtig und ich bin sehr glücklich über diesen Einfall, sage ich mal, den ich vor 12 Jahren hatte. Einfach dieses Fettgewebe, das wir aus dem Kiefer rausoperieren, das ist also ich also schon seit 45 Jahren rausoperiere, einfach mal untersuchen zu lassen auf Entzündungsbotenstoffe. Warum war das so toll? Dass wir endlich mal über biochemisch-medizinisch anerkannte Entzündungsbotenstoffe, dass wir in die normale Medizin reinkommen. Wir haben uns ja vorher, auch mit dem Kollegen Rau natürlich und so weiter gemeinsam, dieses wunderbare Akupunkturmodell der Bezüge von Zahn zu Organen bedient. Aber das ist schulmedizinisch noch nicht anerkannt, oder? Und das ist eben das Problem, nicht? Das sind ja energetische Leitbahnen, das ist Akupunktur, chinesische Akupunktur. Und obwohl es über chinesische Akupunktur tausende Publikationen gibt, weltweit, kann man hier auf Medizinerkongressen nicht seriös darüber sprechen. Aber Rantes, CCL5, als Botenstoff, als einer der 28 anerkannten Zytokine, hier kann kein Mediziner widersprechen. Trotzdem, ich hatte in den letzten Wochen viele Zahnärzte hier und auch immer wieder konfrontiere ich die Zahnärzte auf Rantes, ob sie diese vorsorglichen Untersuchungen machen, ob sie es kontrollieren, ob da irgendein Trigger da ist, der möglicherweise irgendwo in Zusammenhang zu einem Organ stehen könnte. Und da stelle ich fest, eine Amamnese wird überhaupt nicht gemacht und das interessiert eigentlich gar niemand. Also bei uns gehört es zur Routine. Ja, bei dir in der Praxis. Blut abnehmen, das propagieren wir auch, ja, dass wir Blut abnehmen und den Rantesgehalt im Blut messen. Das ist bei euch Standard? Das ist Standard. Aber der Schweizer Zahnarzt darf nicht mal Blut abnehmen. Ja, gut, das ist ein bisschen ein Problem natürlich, ja. Aber das ist natürlich wieder hier, diese Barrieren, diese Mauern gilt es eigentlich einzureißen. Deshalb bin ich bei dir. Bin dir sehr dankbar, dass du das verbreitest, ja, weil es einfach wichtig ist, dass hier den Leuten geholfen wird. Wir wollen ja hier keine dogmatischen Positionen aufbauen. Natürlich, aber gehen wir nochmals zurück. Sagen wir mal, was ich noch von dir gelernt hatte, ist, sagen wir mal, ein Patient hat Rheuma. Und jetzt wissen wir ja, es gibt unzählige, ich glaube, ich habe so 8800 im Kopf, wissenschaftliche, schulmedizinische, wissenschaftliche Studien, die Rantes als Herd in Zusammenhang sehen mit rheumatischen Erkrankungen. Gut, das ist immer Fakt. Ja. Das ist keine Esoterik und das sind nicht Meridiane und nicht irgendetwas, das sind einfach ganz klare Fakten. Richtig. So. Und wenn wir diese Fakten nackt betrachten, dann hat der Rheumatologe kein Interesse, das Rantes zu suchen. Und der Zahnarzt, der möglicherweise den Herd hätte, sucht das Rantes auch nicht. Das heißt, der Patient leidet 20, 30, 50 Jahre lang an Rheuma und wird nie richtig ursächlich behandelt. Richtig, im schlechtesten Falle hast du vollkommen recht. Es wird immer nur die Symptomunterdrückung praktiziert, ja, mit Cortisonen, Methotrexat und so weiter. Ja. In Wirklichkeit ist es so, dass die Schulmedizin weiß, beim Rheuma, Gelenksentzündung, produzieren diese Synoviozyten, also die Zellen in der Gelenksinnenhaut, die produzieren ganz hohes Rantes. Und dieses Rantes fördert dann diese Gelenksentzündung. Und jetzt ist aber die Frage, warum wird bei dem einen
diese Randdisbildung im Gelenk provoziert. Wodurch? Und hier kann man sagen, wenn ein ständiges Entzündungssignal von anderswoher kommt, das selber chronisch ist, unterschwellig, dann kann es irgendwann einmal zu dieser Explosion kommen. Mhm. Nicht? Das heißt, wir sehen den Körper heute primär als gesteuertes System. Und die Steuerungsinstrumente sind diese Zytokine, 28 werden immer mehr eigentlich, diese 28 Zytokine, von denen Rantes nur ein Steuerungselement ist. Und zwar eben ein entzündungsförderndes Steuerungselement. Ja. Mein Beispiel war jetzt nur auf Rheuma, aber es steht ja auch zu Prostatakrebs, zu Brustkrebs, zu ganz vielen chronischen Erkrankungen, wo jetzt nicht unbedingt die Kausalität da ist, dass es unbedingt der Zahnrantes wäre. Es kann ja auch ein anderer sein, aber zumindest ist es ein Trigger, der möglicherweise den ganzen Verlauf begünstigt. Ist das korrekt, wenn ich das formuliere? Ja, absolut. Also es ist so, wir machen ja bei jedem Patienten den kleinen Trick, dass wir dem Patienten empfehlen, auf Google Scholar zu gehen. Google kennt jeder. Mhm. Google Scholar ist die Wissenschaftsdatenbank von Google. Ja. Und hier gibt man ganz einfach ein, Rheuma, also rheumatische Arthritis, rheumatic arthritis, auf Englisch natürlich, und als zweiten Suchbegriff Rantes. Mhm. Und dann kriegt man bei Rheuma, ich darf dich kurz kontrollieren, es sind glaube ich die 5000 wissenschaftliche Publikationen, die sich alle nun irgendwie, Google ist eine blöde Suchmaschine, irgendwo mit der Kombination dieser beiden Begriffe Rheuma und Rantes beschäftigen. Gibt man nun ein zum Beispiel Breast Cancer, Brustkrebs, kommen 3000 Publikationen raus. Gibt man Multiple Sklerose raus, ist man bei ungefähr 2800. Ja? Und immer wieder kriegt man die Information, ja hoppla, hinter solchen chronischen Erkrankungen, systemisch-immunologischen Entgleisungen, sagen wir, steht Rantes. Also für mich noch mehr entscheidend ist eigentlich, dass der Zahnarzt nicht nur ein Zahnarzt sein sollte, sondern eigentlich ein richtiger Arzt ist. Denn wenn er ja eigentlich eine saubere Anamnese macht und sagt, oh, die Dame hat Brustkrebs, dann habe ich doch einen Verdacht, den ich überprüfen müsste. Und wenn sich dieser tatsächlich bestätigt, dieser Verdacht von Rantes, und dieser in einem Zusammenhang steht ja mit dem Brustkrebs, da muss ja dieses Rantes weg. Aber das wird ja nicht gemacht, nochmals. Da laufe ich fast dann mit dem Kopf an die Wand. Ja, das ist der Grund, warum wir eigentlich dafür plädieren, dass man die Zahnmedizin erweitert. Um ein paar Begriffe. Erster Begriff wäre, wir sollten nicht Zahnmedizin betreiben, nicht nur die Zähne betrachten, sondern wir sollten eine integrative Oralmedizin betreiben. Also immer gucken, welche Faktoren aus dem Mund-, Zahn-, Kieferbereich fördern andere Entzündungsfaktoren oder andere degenerative Prozesse. Das wäre der erste Aspekt. Und das andere ist die Vision zu sagen, mach du bitte aus deiner Zahnarztpraxis ein ganzheitliches Gesundheitszentrum. Natürlich ohne jetzt die Grenzen zu überschreiten, die dir als Zahnarzt gesetzt sind. Wir sprechen hier nur von Wissen. Der Zahnarzt soll nur wissen, dass da was drin ist. Warum weiß er es nicht? Warum muss ich heute bei dir sitzen und über Rantes sprechen, obwohl Rantes ja Bestandteil der Schulmedizin ist? Erklären wir es vielleicht mal kurz den Zuschauerinnen und Zuschauern, was ist Rantes? Rantes ist eine Abkürzung, aber wir bleiben mal dabei, für einen Entzündungsbotenstoff. Heißt das, ist das der gleiche Begriff wie Nico? Weil das habe ich immer wieder gehört, Nico Entzündungsherde. Weil es ist so, diese Entzündungsherde im Kiefer haben eine bestimmte Struktur, nämlich sie sind fettig-degenerativ erweicht. Also ganz klar, Kieferknochen, stellt sich jeder was Festes drunter vor. Wenn wir diese Bereiche eröffnen, mit einem kleinen chirurgischen Eingriff, unter Lokalanästhesie, tut alles nicht weh, dann fallen wir oft in richtige Kloaken rein. Da ist kein fester Knochen im Knochenmarksbereich, sondern das können wir ausschälen, aussaugen. Die Struktur ist wie Butter. Also, medizinisch gesagt, fettig-degenerativ. Es hätte eigentlich Knochen geben sollen, hat aber nicht. Dann kam dieser Butter heraus. Oder? Richtig. Eigentlich kann man sagen, im Grunde sind das alles Areale,
wo früher mal Zähne gezogen wurden, wo Weisheitszähne rausoperiert wurden, wo irgendwas, Wurzelfüllungen passiert sind, schlechte Implantate gesetzt wurden, ja, sodass sich der Knochen nicht gesund ausbildet in fester Struktur, sondern wo der Knochen eben in Form einer schlechten Wundheilung, man könnte auch sagen eine Narbe, wie eine Narbe, die wir an der Haut haben. Aber das ist jetzt nicht ein zähes Gewebe wie an der Hautnarbe, sondern ein völlig erweichtes, fettige Struktur. Das heißt, wir sehen hier eine Pathologie. Also wir sehen hier was Krankhaftes. Und Frage ist, welcher Mediziner, welcher Arzt würde nicht ein krankhaft verändertes Gewebe entfernen? Da würde jeder Mediziner, egal in welcher Fachrichtung, sagen, ja, natürlich muss man das wegmachen. Nur die Zahnärzte werden darin nicht ausgebildet. Also man findet sie auch nicht über das einfache Röntgenbild. Und das ist ja das, was die meisten Zahnärzte haben. Sie machen ein Röntgenbild, schauen sich das alles an und sehen kein Rantes. Richtig. Weil man Rantes nicht sieht. Also sagen wir mal, keine Erweichung. Ja. Das erste ist also praktisch die Erweichung. Und wenn wir diese Erweichungsprozesse, diese Pathologien im Kiefer auf den herkömmlichen Röntgenaufnahmen, die ja tausendfach gemacht werden, wenn man die sehen würde, dann würden wir heute nicht da sitzen und das nicht diskutieren müssen, weil es wäre allgemein anerkanntes medizinisches, zahnmedizinisches Wissen. Über Zysten und Granulome, die man am Röntgenbild schön sieht, brauchen wir hier nicht reden. Da spricht jede Universität darüber. Ja, aber weil man es eben genau auf diesen Röntgenbildern nicht sieht, ist dieses Phänomen bis heute, und ich bin mit diesem Phänomen nun seit fast 50 Jahren konfrontiert, als auszubildender Zahnarzt und so weiter und in eigener Praxis, bis heute ist das ein Streitthema. Früher war es die uralte Kieferostitis, die sogenannte Restostitis, im deutschen Sprachraum so bezeichnet. Dann kam ein amerikanischer Professor, mein Freund Jerry Bucow, kam 1986 dazu, im meistverkauften Standardwerk für Zahnmedizin, heißt nämlich Oral Pathology, hier ein Kapitel zu schreiben, wo er diese Erweichung beschreibt. Ich bin heute mit beiden befreundet, also mit beiden heißt, ich bin auch mit dem Kieferchirurgen befreundet, der dem Professor Bucow diese Präparate geschickt hat. Professor Bucow ist nur ein Pathologe. Der guckt nur ins Mikroskop. Der hat noch nie in seinem Leben einen Patienten behandelt. Er sitzt den ganzen Tag vor seinem Mikroskop, so muss man sich das vorstellen, und schaut die Präparate an. Er hat aber nur Präparate bekommen von seinem Kieferchirurgen, der aber diese Präparate nur rausgekriegt hat bei Leuten mit Gesichtsschmerz oder Trigeminusneuralgie. Jetzt hat für den Professor Bucow, Wissenschaftler, gab es eine 1-zu-1-Verbindung zwischen dieser fettigen Degeneration, die man sehr schön sieht im Mikroskop, und den Neuralgien. Jetzt hat der Professor Bucow gesagt, aha, diese fettigen Degenerationen produzieren Neuralgien. Und drum hat er dieses Phänomen neuralgie-induzierende, hohlraumbildende, kavitätenbildende Osteonekrose genannt. Abgekürzt NICO. Jetzt ist es aber so, dass Gott sei Dank ich durch meine Idee über das Rantes vor 12 Jahren draufgekommen bin, ja, NICO ist es nur in den Fällen, wo wir Neuralgien haben. Ach so. Beim Rheumatiker, wie du es vorhin angesprochen hast, ja, induziert diese fettige Degeneration über Rantes Rheuma. Dann ist es also nicht eine neuralgie-induzierende, kavitätenbildende Osteonekrose, sondern eine Rheuma-induzierende, kavitätenbildende Osteonekrose. Abgekürzt RICO. Beim Brustkrebspatienten ist es genau die gleiche Struktur, genau die gleiche fettige Degeneration im Kieferknochen. Löst aber beim Brustkrebs oder bei Brustkrebspatientin löst Krebs aus. Also ist es dort krebsinduzierend. Also ist es dort eine KIKO. Jetzt haben wir eine NICO, jetzt haben wir eine RICO, jetzt haben wir eine KIKO.
Und so können wir das Spielchen weiter betreiben. Und darum plädiere ich dafür, dass wir den Begriff Nico eigentlich verlassen. Mhm. Nico ist nur die Sonderform dieser fettigen Degeneration, die bei diesem Patienten Neuralgien auslöst. Okay, aber das hat sich etabliert, weil die Zahnärzte kennen ein bisschen was von Nico. Ja, ich plädiere dafür, dass wir es so nennen, wie es ausschaut. Ja, ja. Fettig degenerative osteomyelonekrose Kieferknochen, FDOK. Jetzt ist das deutsche FDOK ein bisschen, geht nicht so locker über die Zunge, gell, wie das Nico, das ist schon klar. Aber wir sollten uns in der Terminologie sauber sein. Warum? Wissenschaft ist zu 80% die richtige Terminologie, weil sonst kriegt man sofort Widersprüche. Ja, also drum bitte ich flehe meine Kollegen an, verlasst den Begriff Nico, gut. Sprecht von FDOK. Nico nur dann, wenn es der Trigeminuspatient ist. Wobei ich sagen muss, unser Patientenklientel, wir haben zum Beispiel ungefähr 15% Neuralgiepatienten. Also es ist schon richtig. Es ist nicht falsch. Aber die anderen 85% haben keine Nico, sondern die haben eine Rico, Kiko. Okay. Nun, wir alle als Konsumenten, wo uns ständig auch die Zähne pflegen lassen oder kontrollieren lassen, haben eigentlich unterm Strich keine Ahnung, ob wir jetzt solche Entzündungsherde haben oder nicht haben. Mhm. Ich kann mir nicht sicher sein, oder? Ja. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Röntgen. Warum ist es nicht anerkannt? Ja. Wir haben tolle Röntgenverfahren. Und das war der Grund, warum ich jetzt aus eigenem Antrieb in den letzten 8 Jahren ein Gerät entwickeln habe lassen. Ich bin ja kein Ingenieur, wir hatten Ingenieure dazu, aber ich war also der medizinische Treiber dazu, dass wir über eine Knochendichtemessung diese Pathologien, diese fettigen, degenerativen Pathologien bildmäßig darstellen können. Das ist der Ultraschall, oder? Und das ist der Ultraschall. Das ist auch wieder nichts Neues. Ja, jedes Flugzeugteil wird mit Ultraschall auf irgendwelche Gussfehler überprüft heutzutage. Ultraschall im Bauchraum, mein Gott. Also, kennen wir alle. Babys, also jedes Baby wird heute mit Ultraschall bestrahlt. Ja. Also der Zahnarzt müsste einen Ultraschall haben, oder? Genau. Aber wenn ich jetzt zu einer Patientin sage, die schwanger ist, komm, jetzt machen wir mal ein Röntgenbild von deinem Baby da drin. Ja, nicht. Die verlässt hoffentlich schreiend diese Praxis. Ja, ja. Warum? Ja, weil wir wissen, dass Röntgenstrahlen natürlich zur Darstellung dieser Knochenstrukturen ein wunderbarer Fortschritt waren vom Herrn Röntgen, nicht? Aber dass wir heute sagen müssen, es ist eine ständige Innenweltbelastung. Und das ist nicht auch wieder nicht eine esoterische Behauptung, sondern es gibt in jedem zivilisierten Staat gibt es ein Strahlenschutzgesetz. Warum gibt es ein Strahlenschutzgesetz? Weil man weiß, Röntgenstrahlen, ionisierende Strahlen, können schädlich sein. Und neuerdings weiß man eben auch, dass sich ionisierende Strahlen summieren, aufaddieren. Nicht? Früher hat man gesagt, ach so, das war vor 4 Wochen, dann ist das schon wieder weg, dann kannst du schon. Nein. So einfach ist das nicht. Und wir haben ja heute, Gott sei Dank, eine hohe Sensibilität auf unsere Umweltbelastung entwickelt. Diese sollten wir auch auf die Innenweltbelastung projizieren oder entwickeln. Und drum ist es bei uns so, dass wir, bevor wir Riesenröntgenaufnahmen machen, zum Beispiel gerade diese sehr strahlenintensiven, dreidimensionalen Aufnahmen, machen wir eine unschädliche Ultraschallaufnahme. Wenn sich in dieser unschädlichen Ultraschallaufnahme bestätigt, dass irgendwo eine verminderte Knochendichte im Kiefer vorhanden ist, dann haben wir die medizinische Indikation zu sagen, lieber Patient, jetzt müssen wir leider doch irgendwie nochmal eine gescheite Röntgenaufnahme machen. Nicht? Aber dann machst du das Röntgen, aber am Röntgen wirst du ja dann diesem Butter bezeichnet so ja nicht sehen, sondern nur mit diesem speziell entwickelten Gerät. Dann mache ich 1:1, nicht? Weil ich muss ja sehen, wo ist der Nerv? Das sehe ich nur am Röntgenbild. Ich muss sehen, ist da irgendwo ein Metallrest drin oder sowas. Ja, klar. Nicht? Das sehe ich im Ultraschall leider nicht. Also invasiv wirst du erst in der zweiten Phase, sondern primär wird mal mit dem Ultraschall geschaut. Richtig. Aber das ist eben nicht Standard. Nein, leider nicht. Wir versuchen da hinzukommen, das Gerät. Das Cavitao-Gerät kann man natürlich kaufen, das ist erwerblich, ja, weil er ist nicht ganz billig. Aber wir stellen fest, also wir in unserer Praxis sind jetzt bis Juli praktisch ausgebucht mit diesen Ultraschallaufnahmen.
Heute ist Februar mit den Aufnahmen, also gute 5-6 Monate. Das heißt, die Patienten freuen sich, wenn sie irgendwann einmal auf ihrer ewigen Ursachensuche nicht immer nur geröntgt werden, sondern endlich mal mit irgendeinem alternativen, unschädlichen Verfahren, ist natürlich wissenschaftlich validiert, dass wir das machen. Ja. Und warum gibt es in der Zahnmedizin das Ultraschall nicht? Ich habe mir zum Beispiel vor kurzem ein Ultraschall-Belastungs-EKG machen lassen. Fantastisch. Du sitzt auf dem Fahrrad, du strampelst da und siehst am Bildschirm dein Herz schlagen. Hervorragend. Nicht von den Baby, von der Gynäkologie, von den Babyaufnahmen brauche ich ja gar nicht sprechen. Ne? Weiß jeder. Ja. Warum gibt es das in der Zahnmedizin nicht? Die Zahnmedizin ist die einzige Fachrichtung, wo Ultraschall nicht angewendet wird. Weil es technisch so schwierig ist im Mundbereich. Ja. Ultraschall, Luft, Wasser dazwischen, klar, sind Feinde. Ja. Und hier im Mund haben wir beides und jeder hat ein anderes Kiefer und wir haben Jahre gebraucht, um dort mit bestimmten Gelkissen dieses Verfahren richtig hinzukriegen. Mhm. Ist mittlerweile alles patentiert. Mhm. Ich habe jetzt auch die chinesische Patentierung durchgekriegt. Ja, gratuliere, super. Wir hoffen auf eine weltweite Änderung im Mindset der Kollegen, der zahnärztlichen Kollegen, indem wir ihnen eben auch ein Gerät liefern, sodass dieser Mindset nicht nur irgendwie ein wolkiges Geplaudere ist, sondern dass man sieht, hier kann man bildgebend diese Phänomene darstellen. Mhm. Und ja, die Darstellung ist ja auch wichtig. Letztendlich ist es ja auch ein Beweismittel, dass das, was der Zahnarzt macht, Hand und Fuß hat, weil hier ist etwas gewesen. Richtig. Und wenn natürlich im Nachhinein ein Patient kommt und sagt, da war ja gar nichts und, dann kann man das ja wunderbar beweisen, was man auf dem Röntgenbild nicht sieht, aber hier sieht man es. Richtig. Also es ist ja auch zum Schutz des Zahnarztes, hier ein bildliches Verfahren zu haben. Aber der schönste Beweis ist natürlich der, was bei uns auch routinemäßig läuft, wenn wir dieses Fett rauskratzen aus dem Kiefer. Ah, ins Labor schicken. Das ist ganz genau. Schicken wir das ins Labor. Da gibt es 2 Labore, wo man das machen kann. Berlin, München. Mhm. Dann lassen wir diese Pathologien auf ihre Rantes-Expression untersuchen. Und die ist praktisch, wir haben jetzt mittlerweile 4000 solcher Präparate, die ist immer überhöht. Ja, dann ist auch alles gesichert. Aber jetzt nochmals, ganz am Anfang der Sendung hast du mir noch gesagt, ihr macht heute auch Blutabnahmen und untersucht übers Blut, ob es Rantes gibt. Mhm. Untersucht ihr das selbst in eurem Labor? Habt ihr da die Blutanalyse auf Rantes selber oder musst du es noch einschicken und den Patienten dann irgendwann später informieren? Nein, die Frage ist gut. Nein, muss man einschicken, geht im Labor. Mhm. Ja. Dauert eine gewisse Zeit, weil diese Zytokin-Nachweise oder die Nachweise von Rantes ist labortechnisch nicht ganz einfach. Ja. Gut, jetzt kommt der Wert wieder zu dir und jetzt hast du da, oh, der Wert ist hoch. Richtig. Dann bestellst du deinen Patient ein, nochmals, sag, wir müssen auf die Suche gehen. Richtig. Irgendwo hat es Rantesherde. Ganz genau. Muss aber nicht unbedingt hier sein. Richtig. Also, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Rantes ist nicht spezifisch für Entzündungen im Kieferknochen. Also, der Rheumatiker, der im Moment einen ordentlichen Schmerzschub hat in seinen Gelenken, hat im Blut ganz hohes Rantes. Aber das ist ja was Akutes. Ja. Das heißt, die akuten Schübe, die gehen hoch. Mhm. Oder du fällst mit dem Fahrrad hin, nicht? Hast so ein dickes Knie. Rantes im Blut hoch. Mhm. Hat nichts mit den Zähnen zu tun. Ja. Ist ein akutes Trauma. Ja. Aber wenn jetzt auf die Dauer, wenn der Patient keine akuten Entzündungen hat, das ist die Voraussetzung. Und trotzdem hohe Werte. Ja. Und trotzdem hohe Werte im Serum hat, dann ist das für uns ein grober Hinweis, nicht Beweis, aber ein grober Hinweis, hoppla, wenn du jetzt noch eine Immunerkrankung hast, also Multiple Sklerose, Rheuma, Tumor und so weiter, dann lohnt sich's bei dir nachzugucken, was läuft denn da bei dir im Kiefer ab? Das heißt, wir gehen so vom Groben wie eine kleine Pyramide, nicht? Wir gehen vom Groben her zum Feinen. Und immer feiner und immer feiner und immer feiner. Mhm. Ja. Zum Schluss enden wir bei Ultraschall und noch feiner ist dann unter Umständen immer hochauflösende Röntgenaufnahme, nicht? Weil ich dann durch die Ultraschallaufnahme die ethische Berechtigung
im Sinne des Strahlenschutzgesetzes habe, jetzt ein Röntgenbild zu machen. Gut, jetzt die Sendezeit läuft fast ab. Jetzt muss ich noch was zusammenfassen. Wenn der Zuschauerin oder der Zuschauer selbst den Verdacht hat, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, dann könnte er jetzt eigentlich zu seinem Zahnarzt gehen und sagen, untersuch mich bitte auf Rantes. Kann er nicht, weil er ja das Gerät nicht hat. Großartig, oder? Dann kann ich dem Zahnarzt sagen, dann mach wenigstens eine Blutabnahme und untersuch das auf Rantes, wenn er das darf. Muss der Zahnarzt einfach anstreichen, irgendwie Rantes, oder wie heißt das, was er dann anstreichen muss, was das Labor untersuchen muss? Ja, Rantes, Schrägstrich, es gibt einen moderneren Namen, der heißt CCL5, Chemokine-Ligand 5. Gut. Aber das sollte jeder Arzt machen können, nicht? Auch wenn er jetzt direkt mit Rantes nichts zu tun hat. Ja. Es ist leider so, es gibt halt nicht jedes Labor macht das, ja. Aber es gibt mit Sicherheit in der Schweiz, in Österreich sowieso, weiß ich, in Deutschland haben wir es ja auch, gibt es Labore, die Rantes im Serum untersuchen. Das ist nichts Besonderes. Ja, das Besondere ist eigentlich nur das, wie entdecke ich die Rantesquellen im Kiefer, wenn sonst keine anderen Rantesquellen da sind. Nee, ja. Das ist das Entscheidende. Und dazu lohnt es sich dann einfach auch mal einen Zahnarzt aufzusuchen, der sich mit Rantes auskennt. Ich nehme an, man gibt einfach mal den Suchbegriff ein, Rantes und Zahnärzte. Ja. Und kann darauf hoffen, dass irgendwo in der Gegend jemand ist, der mit solchen Ultraschallgeräten also das analysiert. Es sollte mehrere weltweit geben. Ja. Wir haben bisher auf meine 20 wissenschaftlichen Publikationen, wo immer über Rantes gesprochen wird, haben wir weltweit insgesamt über 150.000 Zugriffe. Wenn jetzt jemand einen Zahnarzt sucht, der sich damit auskennt, gibt es da irgendwo eine Plattform, wo ihr gebaut habt, wo diese Zahnärzte, der Verbund solcher Experten vorhanden ist? Richtig, also ich fange mit der Schweiz an. Mhm. Es gibt die Schweizer Gesellschaft für ganzheitliche Zahnmedizin. Es gibt in Deutschland die Internationale Gesellschaft für ganzheitliche Zahnmedizin. Es gibt in Deutschland die Deutsche Gesellschaft für Umweltzahnmedizin, abgekürzt DGUZ. Hier finden sich die Kollegen, die wir natürlich alle miteinander auch austauschen, die wir gemeinsam auch publizieren. Ja. Ich sehe ja schon die Bedeutsamkeit dahinter. Ich frage mich nur noch immer, wenn ein Patient wirklich zum Zahnarzt kommt und er einen sauberen Anamnesebogen ausfüllen würde, und dafür plädiere ich ja, ja, denn absolut. Nur dann hat der Zahnarzt ja eine Chance, aufgrund seine Herde oder seine Problematiken aus dem Anamnesebogen heraus, eine Untersuchung zu starten. Ja. Und wenn aber ihr das ja nicht wisst, dann könnt ihr ja auch nichts machen. Weil diese Herde sind ja nicht offengelegt und zeigen sich sofort. Naja, also oder das, winken, da bin ich. Das ist der Grund, warum ich glücklich bin, hier bei dir zu sein. Es ist eine der Plattformen, wo wir dieses Wissen in die Breite tragen können. Sei es nun von Seite des Patienten, der es mal verlangen kann. Der informierte Patient ist ja heute soweit, dass er auch was verlangt. Aber er kann es auch beim normalen Arzt verlangen. Er kann es auch beim normalen Arzt verlangen. Gut. Ja. Nur und wenn der denn die Werte hat, weiß er ja auch nicht, was tun, oder? Der schickt mich ja nicht zum Zahnarzt. Naja gut, also auf so einem Befundbericht, jetzt zum Beispiel von den Laboren, steht ein Normwert. Ja. Nicht? Und wenn das Rantes im Serum über diesem Normwert ist, kann man sagen, das ist ein Verdacht, dass ich jetzt hier weiter beim Kiefer forsche. Aber das wird der normale Arzt ja nicht machen, oder? Sagen, okay, ich habe jetzt da zwar hohe Werte. Nein, da muss ich dir jetzt widersprechen. Wirklich? Das Wissen greift um sich. Ja. Cool. Zum Beispiel, ich kriege Leute, Patienten, ja, sagen wir mit Makuladegeneration. Ja. Keiner weiß, warum ist jetzt die Makuladegeneration da. Nicht? Aber der Augenarzt macht einen Rantes-Test im Serum, stellt fest, es ist hoch, schickt diesen Patienten zu uns zur Abklärung, ist im Kiefer was oder nicht? Ja. Gut, also wir haben da ein Netzwerk, Super. Ja, das sehr gut funktioniert. Ja. Aber in der Schweiz habe ich das noch nie gehört. Muss ich dir auch ein bisschen widersprechen? Wir haben in der Schweiz jetzt auch Kollegen, die es ja schon anwenden, das Cavitao. Also auch da greift es um sich. Ja, das Gerät sowieso, glaube ich schon. Aber ich denke, wenn ich jetzt eine Blutanalyse mache bei meinem Hausarzt, und er auf die hohen Rantes-Werte, die er dann möglicherweise findet, richtig reagiert oder mich jetzt zum Zahnarzt schickt, der ein Cavitao-Gerät hat, um dieses Ultraschallbild zu machen. Mhm. Da zweifle ich noch ein bisschen auf das. Ja gut, also diese Prozesse, ja, das ist eigentlich unsere Vision. Mhm. Die wollen wir eben im Rahmen einer sogenannten integrativen oralen
Zahnmedizin, Oralmedizin, wollen wir eigentlich beschleunigen, befördern. Ja. Deshalb machen wir auch diese Sendung. Lieber Hans Lechner, ganz herzlichen Dank für diese Sendung und für Sie auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Was wollen wir heute Ihnen ganz deutlich auf den Weg geben, ist Folgendes. Wenn Sie eine chronische Erkrankung haben und man sich einfach immer wieder fragt, wo ist denn die Ursache von dieser chronischen Erkrankung? Und wenn Sie sich nicht zufrieden geben mit dem, dass es einfach heißt, wissen wir nicht, es ist Gott gegeben, dann lassen Sie sich doch bitte einfach mal auf Rantes untersuchen. Machen Sie eine Blutprobe, schauen Sie, ob da hohe Rantes-Werte da sind. Und wenn ja, dann gehen Sie doch bitte diesem Thema richtig nach, bis Sie es finden, wo der Herd ist. Und die Vermutung ist aber sehr hoch, aufgrund der Erfahrungswerte meines Gastes, dass es eben auch hier große Randeswerte gibt, also richtige Triggerpunkte, die in Zusammenhang stehen mit einer chronischen Erkrankung. Bitte prüfen Sie das, seien Sie nicht einfach nur hilflos diesbezüglich, sondern nutzen Sie diese Chance und prüfen Sie das. Es ist tatsächlich sehr oft eine kausale Zusammenhänge vorhanden. Und in diesem Sinne alles Gute auf Ihrem Weg, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.